Herzlich willkommen bei der Workshop Gang. Heute sind wir mal in der Truppe unterwegs. Vor mir fährt gerade eine wunderschöne Harley. Die sind natürlich alle ein bisschen schneller. Aber das ist ja im Grunde genommen vollkommen egal. Ich wollte euch mal ein Stück mitnehmen. Wir waren jetzt gerade im Chemnitztal beim Sattmacher, dort haben wir uns getroffen. Und von hier aus geht es jetzt nach Kriebstein. Wir gucken hier. Will versetzt fahren. Und nach hinten gucken. Das ist natürlich eine schöne Maschine hier. Ganz vorne fährt eine 125er EDZ. Hinter mir fährt eine Blixton. Also wir haben heute alles mit dabei. Und wir haben sogar ein E-Motorrad mit. Das gucken wir uns dann später mal an. Wenn wir dann irgendwo im Kriebstein sind. Die Gruppe schon ganz schön auseinandergezogen, wenn ich mir in meinen Rückspiegel so gucke.
eigentlich hier schön meine Hausstrecke. Das knattert so schön vor mir, herrlich. Mal die ganzen Motorräder mal alle ein bisschen aufnehmen hier. Das ist unser E-Bike. Ist auch gerade vorbei. So. Wunderbar, ne? Gucke. So, und auf geht's. Mal die Truppe von hinten. So, da haben wir sie wieder. Wunderschön. Da sind wir wieder zwischendrin. Jo. Jetzt haben wir wieder die Blicksten. Ist natürlich wieder perfekt. Blicksten neben der Blicksten. Versetzt. Schön neben der Harley scheppern hier mit der Blixen, das ist natürlich lustig. Wunderschön. Ja, wie wir gesehen haben, haben wir eben alles dabei. Und was natürlich, was ich total stark finde, dass wir natürlich jetzt mal wirklich ein E-Motorrad mit dabei haben. Ich hatte leider noch nie das Vergnügen, mal selber eins zu fahren. Aber wenn es natürlich an dir vorbeifährt, du hörst natürlich nichts, gar nichts. Das ist natürlich dann Geschmacksfrage, ne?
Aber der Anzug von der Maschine selber muss wohl ziemlich gut sein. Was ist denn das hier? Ich kann tatsächlich das Gemisch riechen von der 125er EDZ hier vorne. Was danach fährt, das ist die zweite Maschine vorne, das bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, was das ist. Muss ich auch noch mal gucken. Macht er sich extra klein hier vorne. Schön. Auf jeden Fall war der Treffpunkt beim Sattmacher im Kempertal natürlich hervorragend. Er hat jetzt gerade Gulaschkanone an und Räucherwurst und alles da. Also eigentlich total super. Ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Müssen wir mal nebenbei Bewerbung machen. Könnt ihr eigentlich immer mal vorbeischauen. Gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist oder sonst irgendwas. Oder mit einem Bike eben. Dann haltet mal an. Und schaut dort rein, das ist echt super. Muss immer mal Brille nach hinten gucken, damit das so Brille passt hier. Nimmt ganz schön Abstand zu mir hier. Was ist denn los?
ich muss eben feststellen, dass es doch noch etwas frisch ist. Also ich hatte vor uns eine dünnere Jacke an. Also ich habe mir jetzt die Lederjacke noch drüber gezogen, das war schon eine bessere Idee jetzt. Können wir uns mal neben die Harley stellen. Das machen wir natürlich jetzt glatt. Die schabelt schön. Mal nach hinten gucken. Ein Nebel. Ganz schön. Nee. Doch, ein bisschen. Da läuft schon mit. Können wir nicht mithalten. Ach, hier haben wir das E-Bike. Ja, ne. Mach du mal. War wohl nix, ne? Schön. Ja, ja. Ah, da wissen wir ja, was wir dir mal schenken können. Scheiße, diese Ampel, ey, ehrlich.
ihr die fein blicksten Geräusche jetzt gehört, ey? Das klingt doch gut. Ja, Spaß muss sein. War das vorne schon dran bei dir an der Lampe? Okay. Ja. Ich hoffe, man hört die Windgeräusche nicht ganz so sehr. Ich wollte extra mal ein bisschen aufmachen, damit man mal die Aale hier vor uns auch mal hören kann. Weil ich denke, sonst hört man da fast nichts durch den Helm. Zumachen, ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Wechselspeisanlage anhabe. Jetzt hab ich an.
aber ein paar verloren aus der Gruppe oder was ist denn? Wo bleiben sie denn? Sind auf einmal weniger geworden. Müsste man vielleicht mal vorne Bescheid geben. Schließen das wieder ein paar an. Gut. Ja, herrlich. Müsste jetzt eigentlich immer dicht machen. Ja, das E-Bike zieht da wegen ganz schön mit. Was hat er denn vor? Wird er mich überholen? Herrlich. Ich fahre bloß eine Nebelwand. Da geht er ja das Motorrad kaputt bei der Straße hier. Mein Gott. Also das Moped da vorne führt uns wahrscheinlich jetzt an.
Meine Güte, hier wird so durchgeschüttelt. Also da muss man wirklich sagen, solche Straßen sind wirklich für den Brixton Reborn überhaupt nichts. So, mal gucken, wo er hin will. Teusbacher Burg. Vorsichtig machen wir. Na, wo will er denn halten? Was hast du denn vor, mein Junge? Das ist alles voll hier. Eine Suzuki GT 750 ist das, alles klar. So, jetzt können wir uns das tolle E-Bike mal angucken. Na, schicki schick. Ah, du hörst das wirklich total überhaupt nicht, ne? Und zieht super mit, muss ich sagen. Ja, ja. Also hören tue ich die hier drüben ganz deutlich. Ja, aber er macht die Geräusche für dich mit, weißt du? So, GT 750. Schickes Teil. Absolut schick. Waren dann hier noch mehr? Ach, jetzt kommen noch welche. Alles klar. Ja, ja. Du kannst mit deinem Reifen ganz hier gleich weiterfahren. So. Aber was ich eben sagen muss, warte mal. Ja, ich habe jetzt für mich erledigt.
Hab ich auch, eine feine Sache. Dann habe ich ihn besiegt von ihm. Wurde das. Schöne Sache. Nerdschmissig, ganz einfach. Braucht man einfach. Ich hab nur noch, das habe ich auch noch nie gemacht. Zumal wenn das noch unterschiedliche Systeme sind. Du hast Senna, ich habe Senna. Ich hab Freeride oder wie das Ding hieß, Cardio. Ja. Aber ich habe mich ja. Ich habe das noch nie gemacht, weil ich immer alleine fahre. Ich habe mich in Berlin beraten lassen von einem anderen Motorblogger und die nehmen alle Senna. Und weil die sind untereinander, muss wohl die Verbindung unheimlich leicht sein bei den Dingern. Und das muss es eben sein, wo du sagst, okay, du kannst ja hier bis 16 Leute verbinden. Ich brauche Platz. Ich habe so, jetzt kommen wir noch. Bei welchem Gedanke du vorhin hast, ich muss mich nämlich voll quatschen lassen im Auto oder sonst was alles. Nee, also nur sehen, wenn ich meine Musik habe, habe ich schon mein. Ach, gehen alle über die Brücke. Wollt ihr jetzt spazieren gehen? Das war ein Donis des Müllers Lust. Also mein Arzt hat zu mir gesagt, ich soll nicht so weit laufen. Aber noch eine Felsberg. Ah, das Fleisch kommt gut bei dir. Wo ist er denn? Da vorne hin. Gesundheit! Ich kann was raussuchen. Das kann man dann raussuchen. Das ist dann vollkommen egal. Das ist auf jeden Fall cool. Das wäre eine Idee, ne? Ich weiß nicht, mit Anschieben wird es nicht gehen, oder? Probieren kann man es aber. Hm. Der ist schon wieder losgefahren, das kriegst du gar nicht mit. Ich blink noch. Aber die ist akkuschonend, ne? Mit Pressluft. Ja, mit Pressluft, das läufst du. Ich kann meine Gänge wünschen mit der Anschalten. Ja, Gibt's da sowas wie
ein Speedgang oder sonst irgendwas? Gibt es sowas? 1, 2, 3. Hast du doch 1, 2, 3. 4 kW, 4 kW, 6 kW. Ach so. Ja, kannst du mal sehen, ne? Gibt's. So. Ja, das kannst du gar nicht machen, da fährst du ja. Jetzt kannst du das, ja. Deswegen hab ich vielleicht konnte ich das ja. Achso. Das ist der Schmerz, das ja. Ja, testen muss ich das natürlich mal. Das muss natürlich mal gemacht werden. Ich guck jetzt mal, was ich auf Drehdeck noch hab. Aber so brauch ich das. Ja, sonst ergibt sich das ja mal. Das ist ja kein Problem. Wer fährt denn nachher? Mal den ganzen Haufen von hinten aufnehmen. Etwas kühler. Waren wir da vorne schon mal? Achso, wir wollen jetzt hinten wahrscheinlich umfahren. Richtung Frankenberg. Wollen sie ja noch.
ein paar Massen hier. Na du. Jetzt. Thank you.
Kopfsteinpflaster. Aua. Und das auf der Brechsten. Mit dem Sitz. Au, au, au. Also das muss ich mir dieses Jahr auf jeden Fall gönnen. Ich brauche einen anderen Sattel für die Brechsten. Das geht hier gar nicht mehr. Alter Falter. Hier schüttelt es einen durch. Boah. Keine Ahnung, ob man das dann auf der GoPro auch sehen wird. Also die Straße hier ist wirklich grottenschlecht. Also das ist schon... So, jetzt sind wir in Reichenbach. Die Straße zu machen könnt. Thank you.
Was ist mit dem? Was ist mit dem letzten? Das ist ihm. Ah. Thank you.
wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist unser Batterie-Moped jetzt erst einmal auf dem Rückweg nach Hause, weil wohl der Akku schon ziemlich weit runter ist und er da sicher sein will, dass er auch noch nach Hause zu Hause ankommt. Ne? Gut, das ist eben dann so bei solchen E-Motorrädern, dadurch, dass er ja dann auch wirklich 10 Stunden Ladezeit hat, so wie er mir das erzählt hat, muss man eben dann auch sagen, also da müsst ihr dann wirklich sehen, dass du da zu Hause bist, weil unterwegs wäre das dann ziemlich ungünstig. Will er denn nur hin? Jetzt blinkt er wieder. Also das war auf jeden Fall ein Sackgassenschild. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo er hin will. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Gut. Jetzt sind wir gleich im Wald. Na, ist doch nix. Gucken wir uns jetzt hier Ringel an. Ah! Was sind wir denn hier? Wo hast du uns denn hier hingeführt?
So, Leute. Also, das war unsere Tour. Es war nicht